Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Da das momentan ein Thema ist, was uns alle betrifft, möchte ich heute einmal über das Thema Lockdown und Homeschooling reden. Und ich möchte einfach mal meine Tipps und Tricks mit euch teilen, die mir sehr geholfen haben, was das Ganze angeht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Angucken. Let's go! Ich meine letztens zu euch, dass ich es momentan für mich so anfühle, als wäre alles extrem langweilig und nichts Besonderes würde passieren. Und irgendwie ist alles so langatmig, monoton und nichts Besonderes und Tolles passiert in meinem Alltag. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir jetzt jeden Tag, jeden Morgen ein Highlight des Tages überlegen möchte. Also eine Sache, die diesen Tag toll wird, beziehungsweise eine Sache, die an diesem Tag toll wird, beziehungsweise eine Sache, die diesen Tag toll machen würde. Dass du sozusagen sagen kannst, wenn ich das heute mache, dann wird der Tag gut, beziehungsweise das ist eine Sache, die heute toll machen würde. Und dann kann es sowas sein, wie ich möchte mittags Milchreis essen, was ich heute gemacht habe. Oder ich möchte das Buch zu Ende lesen. Und diese Sache würde dann heute gut machen. Weil dann hast du nämlich eine kleine Belohnung am jeden oder an hoffentlich den meisten Enden deines Tages. Und das heißt, dass du sozusagen tolle Tage hast, auch wenn wir momentan in einer Situation sind, wo unser Leben vielleicht nicht ganz so spannend ist. Aber wenn wir halt so ein Highlight haben, was wir jeden Tag haben, das passiert jeden Tag wieder, ist es, glaube ich, für mich persönlich zumindest eine richtig, richtig coole Idee, mich weiterhin zu motivieren und irgendwie meine Laune oben zu behalten, also so ein Highlight des Tages zu haben. Was uns aber durch den Lockdown allen fehlt, ist diese Struktur, die wir sonst immer hatten. Das heißt, morgens sind wir aufgestanden, sind in die Schule gegangen und hatten da unseren Schulalltag, sind wieder nach Hause gekommen und wir hatten einfach diese Struktur und die fehlt uns momentan. Und deswegen wäre mein zweiter Punkt auf jeden Fall, wir müssen Struktur haben. Und da habe ich drei weitere Tipps für euch. Die erste Sache ist sehr basic und zwar ist es eine To-Do-Liste zu schreiben, was wir wahrscheinlich auch mittlerweile schon fast alle machen. Aber auf einen Blick zu sehen, was du heute machen möchtest oder machen kannst oder auch nicht machen kannst. Es gibt auch diese Not-To-Do-Liste, finde ich eigentlich auch ganz cool. Es gibt dir schon mal so einen Überblick und du bist nicht so ganz lost und verloren am Tag. Und wenn man das Licht ist irgendwie voll cool gerade. Die zweite Seite machen wir dann nach der To-Do-Liste und zwar ist das Time-Blocking. Das heißt, wir blocken oder blockieren unsere Zeit am Tag aus. Also wir wissen zum Beispiel, heute muss ich Spanisch, Mathe, Deutsch und Physik machen. Und dann sage ich mir, okay, von 8 bis 10 Uhr mache ich das, von 10 bis 5 Uhr mache ich das und so weiter. Und dann hast du einfach einen richtigen Stundenplan für den Tag, was ich so cool finde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich das mache, wird mein Tag immer besser, weil ich mir die Dinge richtig einteile und deswegen weiß, dann mache ich das. Und deswegen mache ich das auch, wenn ich irgendwie sage, heute muss ich das und das und das und das machen. Denn wenn ich schon vorgegeben habe, wann ich was mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, viel höher. Und der dritte Punkt ist, Morgen- und Abendroutinen zu haben, um deinen Tag einen Rahmen zu geben. Falls du mich kennst und meine Videos kennst, dann weißt du, dass ich ein super großer Fan von Routinen bin. Also vor allem Morgen- und Abendroutinen. Das ist für mich irgendwie so wichtig und ich habe auch so viele Videos schon dazu gemacht. Also falls dich interessiert, guck dir sehr gerne mal vorbei. Ich habe auch schon Videos gemacht zum Thema, wie du deine perfekte Morgenroutine findest und so weiter. Aber Morgen- und Abendroutinen sind wirklich das A und O für mich, finde ich super, super wichtig. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich meine Morgenroutine mache, dann ist eigentlich schon ein guter Start in den Tag garantiert. Und genauso mit der Abendroutine. Also egal, wie schlecht mein Tag an dem Tag war, egal wie schlecht mein Tag war, wenn ich meine Abendroutine habe, dann habe ich zumindest immer so einen kleinen Reset drin und ich kann mich dann zumindest gut auf den Schlaf konzentrieren und mich darauf freuen, dann einen neuen guten Tag haben. Genau. Und kurzer Einwurf, falls dir das Video bis hierhin gefällt, kannst du meinen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Denn auf meinem Kanal kommen jeden Donnerstag und Sonntag Videos zu genau diesen Themen online, also man dir gerne nichts weiter zu verpassen. Was aber auch sehr wichtig ist, ist, dass du Dinge wie Essen oder Pausen generell in Bewegung auch in deiner Struktur mit einbeziehst, sage ich mal. Dass deine Struktur sozusagen nicht nur aus Arbeiten und Schule und so weiter besteht, sondern dass du auch noch wirklich deine Pausen integrierst und sagst, dann mache ich Pause, dann bewege ich mich, dann esse ich vielleicht was, dann trinke ich was. Also trinken sind wie immer, aber ihr wisst, was ich meine. Und so weiter. Und ich glaube sogar, dass jetzt Bewegung im Homeschooling und im Lockdown besser funktioniert als generell in der Schule. Bei mir persönlich ist es zumindest so. Daher, wenn ich in der Schule bin, mich nicht wirklich bewegen kann, wenn ich dann die ganze Zeit auf meinem Platz sitzen bleibe. Und hier zu Hause haben wir das tolle Geschenk, dass wir einfach mal aufstehen können und uns einfach mal kurz bewegen können. Auch wenn wir jetzt die Pausen hier haben, müssen wir nicht auf unserem Platz sitzen bleiben, sondern können runtergehen, können vielleicht kurz in den Garten gehen und so weiter. Deswegen, das ist, glaube ich, eigentlich eher ein Vorteil, was die Bewegung angeht und Homeschooling. Was ich schon letztes Jahr am Anfang des Lockdowns immer versucht habe, ist mir das Ganze so schön und einfach wie möglich zu machen. Das heißt, ich möchte wirklich versuchen, meinen Alltag hier zu Hause und auch meinen Schulalltag, sage ich mal, zu Hause hier so einfach und schön
und gemütlich wie möglich zu gestalten und zu halten. Deswegen habe ich auch direkt schon für mich anfangs gesagt, ich möchte mich jeden Morgen richtig fertig machen, damit ich auch wieder in diesen normalen, damit ich diese normale Struktur habe, in die ich reinkomme. Jetzt kommen wir wieder zu der Struktur zurück. Für mich persönlich funktioniert es einfach besser, wenn ich angezogen bin, wenn ich fertig gemacht bin, da ich mich dann besser, produktiver fühle. Vielleicht ist es für dich anders, ist auch voll okay. Deswegen sage ich, mache es dir so einfach und schön, wie es geht, beziehungsweise wie du möchtest. Was ich auch gemacht habe, ist, meinen Arbeitsplatz immer organisiert und sauber zu halten und immer die Sachen da drauf zu haben, die ich wirklich brauche. Das war auch eine Sache, die mir sehr wichtig war. Und ich habe einfach auch so ein kleines Ding versucht, meinen Arbeitsplatz und meinen Schulalltag so schön und einfach wie möglich zu halten. Und als letztes kann ich nur sagen, haltet euch bitte an die Maßnahmen, tragt eure Masken, vermeidet eure Kontakte, damit wir schnellstmöglich wieder aus der Situation rauskommen und bald wieder unser normales Leben leben können. Ich habe zu dem Thema Homeschooling und Lockdown noch eine ganze Podcast-Folge gemacht, falls es dich interessiert. Kannst du gerne vorbeihören und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich am Sonntag wieder bei einem neuen Video von mir. Habt noch einen schönen Tag. Bis Sonntag. Tschüss.